Okay, wir schauen uns mal eine weitere Dreitafelprojektion an. Vielleicht kurz, ihr werdet wieder nicht zu hören sein, ja, sondern wir reden miteinander, aber ihr seid nur aus dem Off zu verstehen, deswegen werde ich versuchen, eure Beiträge zu wiederholen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, falls jemand interessiert ist, weiter an Dreitafelprojektionen oder ähnlichen geometrischen Fragestellungen zu arbeiten. Die Aufgabe, die wir bearbeiten, ist aus Krauter und Bescherer Erlebnis Elementargeometrie. Das ist ein Buch, das viele solche Aufgaben hat. Also wer da interessiert dran ist, kann ja da hineinschauen. Okay, gut. Wir wollen eine Dreitafelprojektion eines Tetraeders machen. Was ist ein Tetraeder? Genau, eine Dreieckspyramide, also eine Pyramide mit dreieckiger Grundfläche, mit der Besonderheit, alle Kanten haben dieselbe Länge. Das ist einer der platonischen Körper, ja, Tetraeder. Vielleicht skizzieren wir uns mal ein Tetraeder hin, damit wir genau wissen, wie das aussieht, was wir machen müssen. So. Also, es ist wirklich nur eine grobe Skizze, ne? So. Alle Kantenlängen haben die Länge a. Okay. Gut. Wer online teilnehmen kann, natürlich auch gerne Fragen stellen oder mitmachen. Wir speisen das hier ein in die Vorlesung. Okay, also, Dreitafelprojektion. Diesmal beginnen wir mit der Dreitafelprojektion. Okay? Also, ich skizziere mal wieder unser hübsches Achsenkreuz hier rein. So. So, wir haben ja gesagt, das unten nennt man den Grundriss. Da schauen wir von oben auf den Tetraeder. Der Aufriss, da schauen wir von vorne. Und der Seitenriss, da schauen wir von der Seite auf den Tetraeder. Also wenn der Tetraeder hier im Raum schwebt, stellen wir uns vor der Tafel so vor, der würde hier schweben. Dann ist der Aufriss, ich mache den Tetraeder von hier platt. Der Seitenriss, ich schaue von dieser Seite, also von dieser Seite auf den Tetraeder und mache ihn so platt. Ja, und zwar hier so auf den Seitenriss. Und der Grundriss, ich schaue von oben auf den Tetraeder und mache ihn von oben platt. Okay. So, was machen wir zuerst? Grundriss. Was müssen wir uns hier überlegen beim Grundriss? Den kann ich ja unterschiedlich machen. Ich kann den ja irgendwie im Raum da reindrehen, den Tetraeder. Genau. Also komplett schief wäre sozusagen das Ungünstigste, was man machen könnte. Genau. Ja. Ja, genau. Also es ist egal, ob man... Ob ich jetzt eine der drei Grundseiten, ne, vom Grund, von der Grundfläche, eine der drei Kanten von der Grundfläche, die sollte parallel sein, entweder zum Aufriss oder zum Seitenriss. Damit wir im Aufriss oder Seitenriss in der vollen Länge eine der drei Kanten der Grundfläche haben. Okay, was müssen wir vielleicht noch beachten, wenn es nicht nur um die Grundfläche geht? Was hätten wir noch gerne? Wir haben ja noch drei Kanten, die nach oben gehen zur Spitze. Eine parallel zu Aufriss oder Seitenriss. Na klar. Die kippt nach hinten weg.
Genau, wir brauchen dann sozusagen noch den Höhenaufpunkt und die Höhe, an die wir sie, also die Höhengerade sozusagen, an die wir sie dann rankippen können. Okay. Macht aber nichts. Die Kante in der Mitte von der einen Grundseite, ja genau. Ich mache euch einen Vorschlag. So, jetzt brauchen wir ein gleichseitiges Dreieck, ne? Das können wir hoffentlich konstruieren im Zirkel. Das müsste so stimmen. So, ich habe jetzt hier ein gleichseitiges Dreieck konstruiert, ne? Mit den drei Seiten A, A und A. Das ist klar, ne? So, jetzt habe ich die Grundfläche, Grundriss ist konstruiert. Guten Morgen. Grundfläche ist konstruiert. Und jetzt, welche weitere Kante, also keine von den drei Kanten hier, die ich gezeichnet habe, ist jetzt in wahrer Länge im Aufriss. Aber was ist in wahrer Länge im Aufriss? Die Höhe des Tetraeders, da wäre es sogar wurscht gewesen, wie es um drei Zeichen. Höhe ist immer parallel, wenn ich die Grundfläche parallel zum Grundriss habe. Hier, könnt ihr irgendwas sehen, was hier schon parallel zur Aufrissebene liegt? Genau, diese Länge hier, ne? Die Höhe des Grundflächendreiecks, das ist parallel zur Aufrissebene. Das heißt, die können wir doch nach oben schon mal übertragen, ne? Hierhin. So sehen wir diese Seite hier unten A von der Seite, wenn wir von hier auf den Tetraeder drauf schauen. Jo, jetzt brauchen wir noch die Höhe. Haben wir noch eine weitere Kante, die parallel ist zur Aufrissebene? Du willst wissen, wo die Höhe sitzt. Okay, machen wir erstmal das. Wo sitzt die Höhe hier? Du kannst die Winkelhalbierenden zeichnen, oder? Oder die Höhen, oder? Die Mittelsenkrechten, oder? Die Seitenhalbierenden. Seitenhalbierenden sind die Verbindungen von den Eckpunkten zu den Mitten der gegenüberliegenden Seiten. Das ist halt beim gleichseitigen Dreieck alles gleich. Winkelhalbierende, mittelsenkrechte, seitenhalbierende Höhe, ganz egal. Okay, dann zeichnen wir die Seitenhalbierenden, oder? Oder willst du die Winkelhalbierenden haben? Ist egal, ist wirklich das Gleiche, ne? Genau, es ist das Gleiche, okay. Die müssen aber auch wieder skizzieren, so, ne? Vielleicht mache ich das hier mal sauber mit dem Zirkel, weil ich verrutsche sonst ein bisschen. Ne, was mache ich jetzt gerade? Die Mittelsenkrechte. So, damit ich hier einfach die Mittelsenkrechte schön konstruieren kann, dann kann ich jetzt hier. So, okay, na gut. Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen an die Seite gerutscht, da furchtbar.
muss die Dicke der Kreide mit berechnen. So, hier liegt der Höhenaufpunkt. Ich bin mit dem Grundriss ja noch gar nicht fertig gewesen, ne? Was muss ich noch machen? Ja? Die Kanten, die ich von oben sehe, die zur Spitze verlaufen, ne? Und da muss ich jetzt überlegen, wo liegen die? Die liegen natürlich alle bis zur Spitze von den unteren Ecken aus, also diese hier und diese hier. So. Im Übrigen können wir uns noch mal eine Seitenüberlegung machen. Wisst ihr, wenn ihr die gesamte Länge der Höhe nehmt und die Länge hier bis zum Schnittpunkt, in welchem Verhältnis wird das geteilt? Erinnert sich jemand? Diese Strecke und diese Streckenlänge im Verhältnis zur Gesamtstreckenlänge. Zwei Drittel, ein Drittel. Das sieht man jetzt in meiner Zeichnung nicht so gut, aber zwei Drittel, ein Drittel. Denn die Seitenhalbierenden, eines Dreiecks treffen sich im Schwerpunkt des Dreiecks. Und der Schwerpunkt teilt die Seitenhalbierenden im Verhältnis 2 zu 1. Oder 2 Drittel zu 1 Drittel sozusagen. Ne? Das ist aber nur so, weil die Seitenhalbierenden hier zufällig auch die Mittelsenkrechten und die Winkelhalbierenden und die Höhen sind. Okay, hier wird vorgeschlagen, die Kante, die vom Punkt links nach oben verläuft, hat auch im Aufriss die Länge a und schneidet die Höhen gerade an der Spitze. Sehr gut, genau. Die Kante, die hier, zeichnen die mal orange ein. Sehr guter Hinweis. Diese hier, die ist im Aufriss in originaler Länge, weil sie parallel ist zur Aufrissebene. Wir müssen also nur, wie jetzt gerade vorgeschlagen wird, die Höhe nach oben übertragen. Also die Höhen, die Gerade, auf der die Höhe verläuft. Das war genau zu zeichnen. So. Und jetzt brauche ich nur die Länge a. So. Und die wird hier mit einem schönen Quietscher rein konstruiert. So, der Tetraeder von der Seite. Herzlichen Glückwunsch. Sieht hässlich aus, oder? Sieht hässlich aus. Sehr schön, danke, Julie. Warum hat das jetzt genau die Höhe A? Das hier? Die Kante hier, wenn du dir vorstellst, der Tetraeder liegt jetzt hier so im Raum. Und die Kante, die hier verläuft, ist parallel zur Aufrissebene. Die liegt nicht schief, so oder so, sondern parallel. Und alles, was parallel zur Aufrissebene ist, ist eine Aufrissebene in der wahren Länge dargestellt. So, jetzt müssen wir noch den Seitenriss machen, ne? Wie machen wir den Seitenriss? Was machen wir als erstes? Wir haben eigentlich alles, was wir jetzt brauchen für den Seitenriss. Genau, die Kanten projizieren aus dem Grundriss auf den Seitenriss. Und zwar brauchen wir diese Kante A, die wird nämlich auch im Seitenriss in der wahren Länge dargestellt. Und natürlich auch der Höhenaufpunkt. So, wir übertragen die Längen mit dem Zirkel wieder vom Grundriss in den Seitenriss.
Ihr merkt, wir haben eigentlich alles gemacht, ohne irgendwas abzumessen und das Abgemessene zu übertragen. Ne? Das braucht man nicht, sondern das Einzige, was wir gemacht haben, ist die Länge A abgemessen am Anfang. Aber das dürfen wir, weil die ist gegeben sozusagen. Ja? Die darf man einfach, kann man sich vorstellen, hat man irgendwo eine Strecke der Länge A gegeben und dann nimmt man einfach die und verwendet die. So. So, dann kennen wir diese Linie hier, der Tetraeder schwebt. Und außerdem können wir die Höhe übertragen. Ne? Die Höhe haben wir jetzt hier ja auch im Aufriss in der wahren Größe gegeben, weil die parallel ist zum Aufriss. Hat vorhin schon mal jemand von euch ganz am Anfang gesagt. Und jetzt muss ich ja einfach nur noch die Schnittpunkte der übertragenen Längen aus dem Grundriss hier mit den übertragenen Längen aus dem Aufriss betrachten, diese Schnittpunkte. Und dann habe ich hier, das müsste jetzt eigentlich, wenn ich mich nicht zu sehr verzeichnet habe, naja, ein gleichschenkliges Dreieck sein. Welche Längen von den dreien, die ihr jetzt hier seht, ist in der wahren Größe im Seitenriss? Die Grundseite hier unten, genau diese hier? Die nicht, ne? Die kippen ja, wenn ich von hier schaue, so ein Stück nach hinten weg. Also ist nur diese Seitenlänge hier A und die anderen beiden sind kürzer, weil die nach hinten weggeklappt sind. Okay, sehr schön. Wir schaffen es nicht in der Zeit, diese beiden Aufgaben zu machen. Krasser Scheiß. Machen wir noch schnell Vogelschau und Frontschau. Und die Berechnung machen wir nächste Woche dann. Holen wir nach. Okay. So. Machen wir erstmal die Frontschau. Aha. Ja, geht eigentlich. Doch, die ist schwieriger, ja, genau. Mit der Höhe, seitenhalbierende Winkel, so liegt, kann man anfangen. Weil die liegt ja parallel. Also willst die willst du parallel nehmen? Die willst du jetzt nehmen? Naja, mit der gleichen Perspektive machen. Wir müssen nicht die gleiche Perspektive machen. Dann willst du so eine Kante hier parallel zur. Ja? Okay. Jetzt haben wir schon zwei Eckpunkte gegeben von den. Jetzt brauchen wir noch den dritten. Wo ist der? Verhältnis nehmen wir jetzt vielleicht mal ein halb und Alpha 45 Grad, okay. Wir haben ein halb, ja gut, wir könnten alles halb. Du willst nach hinten ein halbes A wecken. Also erstmal müssen wir klarstellen, wenn diese Strecke hier parallel ist jetzt zur Tafel, dann ist weder diese Kante noch diese Kante senkrecht nach hinten weg. Nee, das ist nicht das halbe A. Du willst diese hier nach hinten weg. Ja, ja, davon brauchen wir die Hälfte. Wie kriegen wir die? Indem wir da einfach die Mittelsenkrechte konstruieren. Wenn wir das hier nicht gemacht hätten, hätten wir hier das Problem. Was mache ich? Ich zeichne mir einfach irgendwo eine Hilfszeichnung von so einem gleichseitigen Dreieck hin, um die Höhe des Dreiecks zu bekommen, um dann die halbe Höhe nach hinten weg zu
zeichne. Ne? Genau. Also ich mache jetzt hier erstmal einen 45-Grad-Winkel hin. So, irgendwo darauf muss die liegen. Und ja, okay, jetzt machen wir es halt. Wenn wir schon dabei sind, es sauber zu machen, machen wir es gleich richtig sauber. Na. So. Holen wir uns hier mal schnell die Hälfte der Strecke, indem wir die Mittelsenkrechte konstruieren. Habe ich mich so verschätzt? Da stimmt doch was nicht. Ach, bin doch blöd. Klassischen Fehler gemacht. Muss natürlich irgendeinen Kreis nehmen, der länger ist. Also vom Radius muss größer sein als. Nö, muss doch funktionieren. Mache ich gerade einen Denkfehler, Leute? Ich will die Mittelsenkrechte der blauen Strecke, oder? Also macht sich jetzt hier ein Kreis der Länge A, der Länge der Mittelsenkrechte, der Länge der Höhe. Irgendwie habe ich gerade einen Denkfehler gemacht. Hat erst nicht funktioniert, komisch. Okay, egal, jetzt funktioniert. So. Ganz normale Mittellenkrechtenkonstruktion hier. So. Jetzt habe ich die Mitte der Höhe, das ist der blauen Strecke, und dann nehme ich mir die jetzt. Greife die mit dem Zirkel auf. Und trage sie hier ab. Mache ich auch gleich in Blau, damit wir das noch wiedererkennen. So. Und ich kann das schön vervollständigen hier. So, was mache ich jetzt? Mit den Ort, den Punkt, wo die Höhe nach oben geht. Wie kriege ich den? Ja, oder? Genau, wir machen die Seiten halbieren dann. Na? Das heißt, wir halbieren jetzt, ich kürze es jetzt mal ein bisschen ab wegen der Zeit, wir halbieren diese Strecke hier und ziehen die Seitenhalbierende zu dieser Ecke und können dann die Höhe abtragen. Und die Höhe kriege ich woher? Ja? Wo kriege ich die Höhe her? Ja, weil ich mir das vorher hier hinskizziert habe. Ne? Hätte ich das nicht gemacht, müsste ich mir das Hilfsdreieck zeichnen. Deswegen habe ich gesagt, Leute, lasst uns erstmal die Dreitafelprojektion machen, weil nur so habe ich die ganzen Strecken, die ich dann brauche für den Tetraeder in Frontschau. Von da. Ich habe sie einfach abgetragen. Okay. Und ja, machen wir noch 2 Minuten haben wir noch, oder? Vogelschau. Wie machen wir das? Mache ich am besten aber auch so wie hier, ne? Grundfläche, weil dann kann ich nämlich schön senkrecht, dann sieht man noch was. Genau, also konstruiere erstmal die Grundfläche, gleichseitiges Dreieck. Das ist in der Vogelschau in wahrer Größe dargestellt.
So, auch das kürze ich jetzt ab. Ich konstruiere wieder die Seitenhalbierenden, also zwei brauche ich nur, die sich in der Mitte treffen, um den Punkt zu haben, an dem die Höhe ansetzt. So, und wir nehmen wieder den Faktor k gleich 1 der Längen, die senkrecht auf dem Boden stehen. Und was mache ich jetzt? Bei der Höhe senkrecht nach oben, genau, die ist die einzige Strecke, die ich noch kenne, von der Länge her. Genau, die muss ich mir hier übertragen. Na, so. Okay. Und dann kann ich hier schön den Tetraeder in der Vogelschau darstellen. Auch das ist wieder irgendwie komisch, mag man nicht so. Ist aber halt die Vogelschau. Okay, dann danke, dass ihr noch die 2 Minuten mit überzogen habt. Wir haben noch ein paar Sachen nicht berechnet, das machen wir dann nächste Woche. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und schön, dass ihr auch online mit dabei wart.